Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom BattlePod. Heute haben wir eine Spezial-Super-Sonderfolge. Und zwar, wir sind einmal der Story. Hallo Olli. Servusler. Und wir haben zwei Gäste. Einmal den Manne vom Sci-Fi Trader. Hallo. Moin. Und den Hippie von der Mechforce Germany. Hallo Hippie. Moin. Und damit vielleicht alle euch auch kennenlernen, die euch im Moment nicht kennen. Manne, wer bist du denn? Ja, Sven Manne-Mansberg, Battletech-Spieler seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, Inhaber des Shops scifitrader.net seit jetzt bummelig bald 5 Jahren. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt bald die 35 Jahre voll, die ich Battletech spiele, sammle und alles. Und seit 2020 habe ich meinen eigenen Online-Shop unter Sci-Fi Trader, der versucht, die Community mit allem zu versorgen, was die Community braucht an Battletech-Sachen. Das bin ich. Das ist ja schön. Da kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal weiter drauf auf. Dann, Hippie, wer bist du? Ich bin Mike, Hippie, Saunus und gehöre zum Vorstand der Mechforce. Kurz und knackig. Kurz und knackig. Vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund. Wie kamst du zu Battletech? Wie lange machst du das schon? Was ist so? Was tust du bei Mechforce? Ich bin bei 38 Jahren Battletech tatsächlich. Wow. Okay. Und wie kam ich dazu? Ja, es war Schulausflug, England, Rest ist Geschichte und dann bin ich immer dabei geblieben. Ich habe in den 90ern sehr aktiv gespielt, habe Anfang der 2000er meine Sammlung verkauft, kleine Pause gemacht und bin so vor, hilf mir mal, 6 Jahren, 7 Jahren wieder zurückgekommen. Und, 7, ja, ich würde sagen 7. Und dann, ja, habe ich halt so ein bisschen gespielt und dann kommt das eine zum anderen und ratzfatz hast du mehr Aufgaben, als du dir vorstellen kannst und bist in so einem Vorstand. So ist das passiert. Da muss ich jetzt aber nochmal nachhaken. Also du bist in England Schüleraustausch gewesen und irgendwie dass die Gastgeber, der Sohn oder was, der hat dann Battletech gespielt und hat dich dann da irgendwie angesteckt oder bist du in England? Noch geiler. Erzähl. Genau. Das ist mit dem Laden gelaufen. Also wir sind da mit den Jungs, mit denen wir unterwegs waren, so durch die Gassen gezogen und haben dann so einen Laden gefunden, den wir so nicht richtig fassen konnten. Lauter Spiele und Zeugs und tolle Sachen, die wir am liebsten alle hätten kaufen wollen. so. Und da waren halt Leute, die haben gespielt in dem Laden und die haben in dem Laden da Battletech gespielt. Das ist also praktisch mein erster First Contact gewesen sozusagen mit Tabletop überhaupt. Und ja, das ist ja, ne, alte weiße Männer, dann bleibst du bei dem, was du gelernt hast. 38 Jahre, jetzt muss ich mal zurechtrechnen. Das war also 86 oder sowas denn? 86, genau. Exakt 86. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Wow, da warst du auch wirklich früh dabei. Also das ist quasi in den Anfangsjahren. Waren das dann noch Pappfiguren oder gab es da schon auch Zinnfiguren? Oder so Pappaufsteller meine ich natürlich. Ne? Also in der Grundbox, die wir dann auch tatsächlich gleich mitgenommen haben, waren noch Pappaufsteller drin. Aber man hat relativ schnell Zinnminiaturen von Ral Pater bekommen. Mhm. Damals auch noch nicht ganz korrekt. Ab so 89 war dann die Versorgung mit Minis eigentlich kein Problem mehr. In Europa, in Deutschland war es immer noch ein Problem. Okay. Und was hat dich so gekickt? Weil ich meine, da standen ja sicherlich auch ein paar andere Sachen rum und Warhammer muss es ja zu dem Zeitpunkt auch schon gegeben haben, wenn ich mich nicht komplett irre. Ich glaube nein, Warhammer gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und was mich gekickt hat, war, also letztendlich das Spielprinzip hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Story, ich habe dann relativ auch schnell mich in die Story eingelesen und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und das ist der Grund, warum ich dabei geblieben bin, ne? Und weil ich ein Gewohnheitstier bin. Tatsächlich, ich habe gerade mal geguckt, 87 erste Ausgabe des Spiels erschienen, also zumindest Warhammer 40k, das Fantasy müsste ich jetzt mal gucken, aber tatsächlich das Fantasy gibt es länger.
83, genau, das gab es seit 83 schon. Und bei Warhammer 40k bin ich mir unsicher, ob sie das, ob sie die erste Edition 87 rausgebracht haben, weil ich glaube, davor hieß es ja irgendwie Renegade Legends oder so. Oder Rogue Trader. Rogue Trader, steht hier, genau. 87 genau. Rogue Trader. Ja, dann war das 87. Okay, also dann bist du da noch verschont geblieben. Überleg mal, du wärst ein Jahr später hingekommen und hättest dann irgendwie Warhammer total toll gefunden. Dann würden wir uns jetzt ja vielleicht gar nicht kennen. Ja, da, also vielleicht würden wir uns dann nicht kennen. Vielleicht wäre es dann ganz anders gelaufen. So, ich meine, die meisten Warhammer-Spieler sind dann ja auch Ende der 90er irgendwie mit der Spritze im Arm unter der Brücke gelandet, habe ich gehört, oder nicht? mit der Miniatur im Arm. Ja, genau. Ja, meine Warhammer ist ja schon auch stark suchterregend. Ne? Man muss ja dauernd nachkaufen, man muss ja dauernd den neuen Stoff holen. Aber bleiben wir jetzt mal nicht, schweifen wir nicht zu sehr ab. Das ist tatsächlich einer der Gründe, warum so viele Leute langjährig dabei sind. Ich meine, Battletech, das Regelwerk erfuhr faktisch kaum Veränderungen über die gesamte Laufzeit. Ja, ja. Meine Rede, und ich finde, es ist auch ein, manche sagen, das ist ein Nachteil, vielleicht für die Verkäufer oder so, ja, aber ich finde, als Spieler ist es ein immenser Vorteil, weil jede Generation kann miteinander spielen, egal ob die jetzt gerade erst angefangen haben oder halt vor 38 Jahren. Ne? Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, muss ich ja ehrlich sagen. Ne? Also aus Verkäufersicht, wenn du jetzt ankommst mit dem Master Rules Buch und gegen jemanden spielen willst, der einen Total Warfare hat, egal welche Edition, dann ziehst du immer den kürzeren, weil da gab es dann doch schon mal eine größere Überarbeitung auch der Regeln. Nicht so extrem wie jetzt, wo wir, genau. wir nehmen jetzt Games Workshop, nicht so extrem, aber da gab es eine größere echte Veränderung in den Regeln. Und ich würde auch sagen, momentan, wenn du jetzt guckst, ich würde nicht unbedingt mit einem Total Warfare losgehen und spielen wollen aus der allerersten Edition gegen jemanden in der 8. oder 9. Und ich müsste jetzt, glaube ich, sogar lügen, ich glaube, als PDF ist sogar schon die 10. Version aktualisiert worden. Ja. Da würde ich auch schon den Leuten nahelegen, sich eine neuere Version zu holen, weil da doch sehr viele Klarstellungen mit reingeflossen sind, die ganz viel Ärger meiner Meinung nach verschwinden lassen gegenüber der ersten Edition vom Total Warfare. Und das sage ich jetzt nicht als Händler. Nein, da bin ich bei dir. Also der Feinschliff ist definitiv da. Ne? Und ja. Vor allem auch Regelverbesserungen. Also allein Pasha Cover, die Regel, die jetzt ja schon seit vielen, vielen Jahren aktualisiert war mit der Plus 1 und alles, was in die Beine geht in den Berg, finde ich, war eine der besten Änderungen, weil die Plus 3 waren einfach zu mächtig. Ne? Das war ja... Und daher, also... Ich denke auch, aber es ist so eine iterative Geschichte, die halt aufeinander aufgebaut hat und im Kern, und ich glaube, das ist die Aussage, die wir getroffen haben, haben sich die Regeln nicht so wahnsinnig verändert, während bei anderen Systemen vieles auf den Kopf gestellt wurde und die Sachen überhaupt nicht mehr kompatibel sind. Das stimmt, das erleben wir ja auch regelmäßig auf den Messen, die MechForce-Leute ja noch mehr, aber ich in den letzten 2 Jahren jetzt auch sehr extrem, dass da viele Leute wieder darauf aufmerksam gemacht wurden, dass es Battletech in dem Sinne überhaupt noch gibt. Mhm. Und sie bildlich gesprochen sich erstmal auf den Pushy gesetzt haben, wo wir dann gesagt haben, wenn du die Regeln von damals kannst, nebenan kannst du ein Demospiel machen, du wirst merken, es ist fast alles gleich geblieben. Es sind Veränderungen da, das haben auch viele danach halt bestätigt von den, ich sag mal, Wiedereinsteigern oder Nostalgie-Menschen, die mal eine extra Runde gedreht haben am Tisch, aber sie konnten sofort auch mit den Profis von der MechForce mithalten und auch mit denen mitspielen. Ja, ja. Das ist übrigens auch eine schöne Geschichte, also dass das Battletech auch insofern einsteigerfreundlich ist, weil nicht immer der erfahrene Spieler automatisch gewinnt. Wenn die AK-20 einmal in den Kopf geht, ist die Sache halt sehr schnell gegessen. Egal, ob du Vollprofi bist oder nicht. So sieht das aus. Aber da frage ich mal eine Frage. Wenn man jetzt heutzutage sich ein neues Regelwerk kaufen will, im Moment gibt es ja nur die englische. Und wie schaut es denn da aus mit der deutschen Version? Man hörte ja mal, dass die MechForce sich da rangemacht hat oder ranmachen möchte. Ja, also das kann ich ruhig offiziell verkünden. Es gab dazu auch schon mal ein Rundschreiben zwischen den Mitgliedern. Wir sind aktuell in Lizenzverhandlungen mit CGL und ja, wir möchten gerne die Lizenz nehmen, weil wir alle Milliardäre werden wollen. Nein. Nein, der Grund ist tatsächlich, dass das, was du gerade bemängelt hast, auch von uns zu bemängeln ist. Dazu kommt, dass in Fanprojekten große Teile der Arbeit der Übersetzung verschiedener
Boxen und auch Regeln schon vonstatten gegangen ist. Und das wäre halt toll, wenn wir die auch unters Volk bringen könnten. Jetzt ist er, glaube ich, gerade weg bei mir. Nee, ich war nicht weg, sondern unters Volk bringen können. Und zieht sich, sage ich mal, etwas. Ja, das ist halt so, immer so eine Sache, wenn man etwas nebenberuflich macht und es natürlich auch einen gewissen Qualitätsanspruch hat, weil gerade in solchen starken oder sag ich mal Fan-Community-Sachen wird ja nochmal doppelt genau hingeguckt. Da darf man sich keinen Lapsus leisten und da hat man ja auch den Anspruch sicherlich an sich selbst, dass man das so perfekt wie möglich macht und Perfektion. Und wenn man das nicht in Vollzeit macht, das geht es halt dann zulasten der Zeit. Ja, wobei wir sind in den Startlöchern. Die Lizenzverhandlungen ziehen sich etwas zäh, so muss man das ganz klar sagen. Wie stehen denn die Chancen aus deiner Sicht? Weil das wäre natürlich schon auch eine geile Sache und wir haben das ja auch schon im BattlePod wiederholt thematisiert und ich glaube, unsere Meinung ist klar. Also ich und die anderen fänden es auf jeden Fall super, wenn eine Fan-Community diese Lizenz für, also eine nationale Lizenz bekäme, weil niemand weiß besser, was die Fans wollen, als die Fans selber. Sorry. Ja, bitte. Die Fans wissen manchmal zwar, was sie wollen, aber die Fans vergessen sehr oft, was dahinter steckt an Arbeit, finanziellem Aufwand und finanzieller Rentabilität. Wir wollen alles haben. Wir sind ja alles jetzt hier Fans in dem Augenblick. Und wenn es danach geht, würde ich mein ganzes Zimmer damit vollkleistern wollen, was geht. Aber vieles ist einfach nicht für den deutschen Markt rentabel. Und da muss man, glaube ich, ganz stark unterscheiden, weil die Fans, und damit würde egal welcher Lizenznehmer, sei es jetzt die MechForce oder sei es ein Ulysses davor, die würden alle immer enttäuschen, weil sie die Fanbasis will zu viel und sieht es nicht ein, auf Sachen zu verzichten und sich dem Englischen anzunehmen, speziell jetzt Themen wie Hintergrundbücher oder so, da würde jeder Lizenznehmer sich sein eigenes Grab mitschaufeln, weil du da zu viel Geld wegwirfst förmlich. Also deswegen mein Einwurf so von wegen, der Fan weiß nicht, was er will. Der weiß zwar, was er will, nämlich alles, aber er weiß nicht, dass das alles nicht bezahlbar ist. Ja, na gut, ich verstehe, was du sagen willst, aber das ist ja nicht der Punkt, den ich meine. Klar, die Leute wissen schon sehr genau, was sie wollen, aber es geht halt nicht immer alles. Deswegen brauchst du halt Leute, die hierbei sind, die auch die entsprechende Weitsicht haben. Aber die Erfahrung, die ich mit der MechForce gemacht habe in den letzten 2-3 Jahren, da gibt es zum Beispiel jetzt Hippie, auch einige Leute, die auch Erfahrung mitbringen und halt keine Wolkenkuckucksheimer sind. Das ist schon mal sehr sympathisch, wie ich finde. Oh, danke. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich wollte damit jetzt nicht irgendwie Hippie oder den anderen Kollegen von der MechForce, die daran beteiligt sind, da jetzt irgendwie mit ans Bein pinkeln oder so. Und das weiß Hippie auch da. Das geht eher in die andere Richtung, wirklich, dass ne, die Fans selber das nicht wissen. So, Mike, jetzt darfst du. Ja, ich nehme das Kompliment gerne an. Dankeschön. Es ist so, dass wir tatsächlich versucht haben, in den letzten Jahren genau diesen Eindruck, den du erweckt hast, auch zu erwecken. Eine gewisse Art der Professionalisierung in die ganze Sache reinzubringen, auch in dem Hintergrund, dass wir natürlich auch beweisen müssen, dass wir das hinkriegen. Abgesehen davon wird die MechForce ihre Gemeinnützigkeit ab dem 01.01.2025 erhalten. Sehr geil. Und sollten wir die Lizenz tatsächlich bekommen, dann wird noch eine gemeinnützige GmbH gegründet, das ausgegliedert und es gibt da ganz konkrete wirtschaftliche Pläne und ja, das ist genau mein Ding. Also was heißt mein Ding? Das, was ich sonst beruflich mache. Nur werden wir halt wie ein Verein arbeiten und nicht gewinnorientiert und das gibt uns tatsächlich einen riesen Vorteil gegenüber Firmen und Verlage, welcher Art auch immer, die sich ihren Besitzern, Aktionären oder wem auch immer gegenüber rechtfertigen müssen. Wir zahlen keine Dividenden an die Mitglieder aus, das ist sogar verboten. Und müssen natürlich, wenn das passiert, wird das ein Wirtschaftsbetrieb, da wird Geld fließen, da müssen Leute eingestellt werden, aber wir müssen nur kostendeckend arbeiten und somit können wir viel mehr realisieren als eine Firma. Ja, ja. Da, wo du es jetzt gerade erwähnt hast, da magst du sagen, was du so beruflich, also hauptberuflich normalerweise tust? Am liebsten sage ich verkaufe Kajaks, aber das wäre jetzt zu kurz gegriffen. Ich
Wir verkaufen Kajaks, also ich leite einen Betrieb, der Kajaks verkauft. Ich bin Geschäftsführer eines Betriebes. So. Ja, siehst du, also das ist dann doch schon mal eine super Voraussetzung, dass du halt dann auch das nötige, auf der einen Seite das Fanherz mitbringst, aber halt dann auch die Fähigkeit zu rechnen und halt auch betriebswirtschaftlich zu führen. Ja, also mein beruflicher Werdegang ist natürlich genauso ambivalent wie mein gesamtes Leben, aber ich bin ausgebildeter Industriekaufmann, habe auch noch andere Ausbildungen, bin technischer Betriebswirt und habe auch noch ein bisschen andere Sachen gelernt. Wir sind auch ganz erfolgreich mit unserer Firma, von daher glaube ich, dass die Kompetenz da vorhanden ist. Aber am Ende zählt man die Toten. Ja, yeah. Okay. Kommen wir mal zu dir, Manne. Also du bist jetzt ja, du bringst ja halt schon diese stark die wirtschaftliche Komponente jetzt auch in diese Runde halt mit ein. Du hast jetzt auch ein paar Einblicke gebracht. Battletech ist jetzt ja nicht dein einziger Stein beim Cypher Trader, aber schon auch, glaube ich, das Größte und Wichtigste oder das Zentrale. Ist das richtig? Das Größte und Wichtigste ist es ja. Alles andere drumherum sind Komplementärartikel. Kann man so sagen. Die Intention hinter dem Shop war aber auch genau das. Und ist sie auch weiterhin. Ja, genau. Wie bist du denn dann auf Battletech gekommen? Weil es gibt ja, siehe Warhammer, halt auch Systeme, die halt mehr zum Zwangssammeln halt animieren, also aus rein wirtschaftlicher Sicht, womöglich auch mehr Sinn ergeben. Aber weswegen gerade Battletech? Irgendwie, das wird ja dein persönliches Fandom wahrscheinlich dann auch eine Rolle gespielt haben, richtig? Ja, es kam damals aus zwei einfachen Gründen. Grund Nummer eins war, ich war als Fan selber total enttäuscht, wie schwer es war, 2018, 19 an irgendwas zu kommen, sei es neue, damals ja noch IWM-Miniaturen oder halt die paar Bücher, die es in irgendeiner Form noch gab, im richtigen toten Baum-Manier Papierformat. Ja. Ich war von den damaligen, ich sag mal, zwei Händlern, die du dann ja noch hattest in Deutschland, einfach zu sehr enttäuscht, dass die halt elendig lange gewartet haben. Dazu kamen dann noch persönliche Kontakte, die ich knüpfen konnte zu ehemaligen Mitarbeitern von einem Laden aus Eckernförde, ja, und auch zu weiteren, ich sag mal, Inhabern in Eckernförde, die mit denen ich jetzt immer noch im Kontakt stehe, die gar nichts mit, ich sag mal, Tabletops oder sonst was zu tun haben, sondern sowas wie Mode verkaufen oder Geschirr, die aber Einblicke haben geben können in das Geschäftsgebaren von dieser Firma. Und das hat mich selber zum Teil sehr erschrocken. Und dann kam halt 2020 mit Corona, es kam Langeweile auf, es kam der innere Frust auf, dass ich keine neuen Bücher kriege zum Lesen. Also habe ich mir gesagt, komm, ich mache das alleine. Ich kriege das hin. Ah, okay, also mitten, also eine Corona-Idee sozusagen. Das finde ich charmant. Statt einfach nur zu sitzen und zu daddeln irgendwie oder Videocomputerspiele, hast du gesagt, ich stelle was auf die Beine. Genau, mich hat es selber genervt, dass es halt keinen Nachschub gab und ich habe selber das Potenzial irgendwo gesehen, dass der Kickstarter wieder Leben einhauchen kann, vielmehr der erste Kickstarter, ja, in das Spiel, als das, was zum damaligen Zeitpunkt hier war. Und habe mir gedacht, so komm, dann einer muss sich drum kümmern. Wenn ich selber schon nicht bekommen kann, dann kann ich mich selber drum kümmern und es besorgen. Und es ist kein Hexenwerk, die Sachen zu besorgen. Also es ist ja normale An- und Verkauf, sag ich mal. Ich kaufe was ein, beim Großhändler verkaufe es weiter. Und deswegen habe ich den Laden damals aufgemacht. Gut, wenn man meine Frau jetzt fragen würde, wenn die das hier jemals hören würde, die würde mich gleich wieder verhauen dafür. Weil zu der habe ich mal gesagt damals, ich möchte nur einfach ein Nebengewerbe aufmachen, um billig Pakete nach Amerika zu schicken und wieder herzubekommen. Ja, das ist nicht der Fall. Frage, war das damals zumindest kurzfristig die Wahrheit oder hattest du dann schon auch den Hintergedanken zu sagen, okay, ich will eigentlich mehr? Ich bin komplett überrannt worden von euch, von allen, muss ich ehrlich dazu sagen. Von allen Kunden, die ich habe, bin ich alleine in den ersten, was waren es denn da, vielleicht 3,5 Monate, hochgerechnete 4 Monate, ich habe ihn ja im September eröffnet, den Shop, bin ich komplett überrannt worden, alleine im ersten Jahr. Also bist du quasi zu deinem Glück von den Fans gezwungen worden durch ihr Kaufverhalten? Ja. Das ist auch cool. Dafür immer noch ein großes Dankeschön an die ganzen Kunden. Und meine Steuerberaterin wird mich auch immer noch auslachen heute, weil bei der habe ich gesagt, ich möchte an sich nicht so viel Umsatz machen. Es langt, wenn ich unter der Schwelle bleibe für ein Kleinstunternehmen. Auch das hat sich dann innerhalb von ein paar Monaten schon erledigt gehabt. Ja, das glaube ich gern. Ja, aber da möchte ich gerne an den Spruch von heute von meinem Kunden erinnern, der zu mir am Telefon sagte,
Ja, selber schuld. Wenn Sie so zuverlässig sind, dann kriegen Sie halt auch diese ganzen Aufträge. Und ja, genau das ist ja auch passiert, Mann, verstehst du? Ja, aber ich kann trotzdem dafür dankbar sein, dass die Leute mir so viel Vertrauen entgegengebracht haben, dass sie den ganzen Rahmen in irgendeiner Form bei mir bekommen. Und einfach nur danke dafür. Sehr cool. Gerne, gerne. Aber andersherum nochmal, ist das jetzt bei dir Hauptberuf geworden dann jetzt seit 2 Jahren oder ist es immer noch nebenberuflich? Also hast du noch irgendwie noch einen anderen Job, den du frönst? Ich habe, das ist weiterhin nur Nebengewerbe, ich habe noch einen Hauptjob. Ich bin auch Vollzeit tätig in der IT. Ah. Ich auch, aber nicht als Entwickler. Von daher, schön. Nee, auch nicht als Entwickler, als Mädchen für alles. Die braucht man definitiv auch. Durch tagsüber was? Das Mädchen für alles und abends dann die Pakete verschicken. Ja, ich bin in der glücklichen Lage. Ich sitze 4 von 5 Arbeitstagen zu Hause im Homeoffice und kann genauso wie mit euch jetzt telefonieren. Ich telefoniere sehr viel und das ist ein Bluetooth-Headset. Ich kann durch die Gegend laufen. Weil mein Lager ist mein ehemaliges Kinderzimmer. Ah. Und meine Garage. Und da kann man dann mal schnell hin und her laufen, wenn man 5 Minuten Ruhe ist im Gespräch und die Sachen alle vorbereiten. Oh, ist ja nicht schlecht. Ja, ja, der Vorteil in der IT. Also ich muss auch sagen, ja, Homeoffice ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, es ist so kacke, wie Corona war, dass das gekommen ist. Ja. Riesenvorteil. Ja. Mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Was ist denn so der Topseller im Laden? Magst du es verraten? Was verkauft sich Evergreen seit 2 Jahren konstant am besten? Selvage-Boxen. Ernsthaft? Ja. Das Glücksspiel? Das ist irre. Das Glücksspiel hat, ich habe gerade die Zahlen direkt vor mir, seitdem ich sie verkaufe, habe ich über 3000 Stück von denen verkauft. What the hell? Das ist ja krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die gehen weg wie warme Semmel. Also, wenn ich jetzt Geld hätte wetten müssen, hätte ich definitiv verloren. Was hättest du denn gesagt? Ich hätte echt so die Grundboxen, beziehungsweise die Einsteigerboxen, dass die, weil auch viele ältere Fans, die sich ja auch teilweise mehrfach gekauft haben, weil das einfach ein sehr geiles Preis-Leistungs-Verhältnis ist und die auch immer sehr schnell ausverkauft waren. Aber ich weiß natürlich nicht, ob es an der geringen Produktionsmenge lag, dass einfach die Nachfrage größer war als das, was halt angeboten wurde. Oder ob es halt einfach jetzt daran lag, dass es einfach grundsätzlich viele gibt und die Nachfrage halt noch größer gewesen ist. Aber okay. Die 3 Grundboxen, und ich nehme jetzt die Clan Invasion da raus, weil das ist im Endeffekt keine Grundbox für mich, obwohl die da drunter im Shop läuft, sind in den Top 10 drinne. Aber werden noch direkt geschlagen von 3 schönen Innes4 Boss Packs, nämlich Command Lands, Battle Lands und Direct Fire. Okay. Und auch da, also die Verkaufszahlen von Beginn an, ich habe es jetzt nur von Beginn an hier gerade vorliegen, nicht von den letzten 2 Jahren, sind schon sehr ansehnlich, was diese 3 Grundboxen angeht. Also es ist doch sehr viel, was da über den Tresen geht und bei den beiden Beginnerboxen und Amored Combat fehlen gerade auch noch die 49 Jahre Editionen. Die sind noch nicht mal in diesen Zahlen mit drin. Nicht schlecht. Ja, die Grundboxen sind auch ein sehr guter Renner. Gut, habe ich zumindest nicht komplett falsch gelegen. Freut mich ja. Nein. Es wundert viele, dass die Salvage-Boxen so gut gehen, aber ja, ich nehme mal 8 € hier mit und komme dadurch vielleicht einfach über die Freigrenze schon drüber, dass ich kein Porto mehr bezahlen muss. Und kriege dann mit Glück noch einen Mech, den ich brauche oder den ich toll finde und als zweites noch extra bemalen möchte. Das ist ganz oft der Fall. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Das heißt also, es ist so ein Auffüller im Endeffekt. Das ist, die Leute kaufen halt irgendwas und dann sagen sie, hey, komm, damit ich eben über die Grenze komme, dann nochmal so eine Savage-Box. Das heißt, fast in jeder Bestellung, die größere, die du hast, ist wahrscheinlich dann eine dabei. Richtig? Ja. Und es sind auch mehrere schon dabei gewesen, die mich gesondert angeschrieben haben, um komplette Displays gebeten haben für, ich nenne es jetzt mal Display-Turniere, wo sie die Boxen halt ziehen lassen und dann mit dem spielen, was drin ist. Ah, auch cool. Ja, verstanden. Also im Endeffekt ist es die Quengelware. Ich packe 1 oder 2 dazu, ich kriege irgendwas dazu und bin dann damit glücklich und bin über die Freigrenze rüber und habe dann den Versand gespart. Quengelware, ja, das kommt ganz gut hin in der Beschreibung.
Aber nicht, dass sie dann hier irgendwie die EU dann mal wegen Glücksspiel und so weiter, ne? So wie bei diversen EA-Games, wo man ja auch so virtuelle Boxen öffnet. Ja, aber ich habe ja den Vorteil, oder andersrum, die Boxen haben ja den Vorteil gegenüber auch den alten Boxen von, wie sage ich mal, vom Clickitech, die sind ja alle gleich viel wert. Es ist keine künstliche Verknappung da drin. Ja, klar. Du kannst halt so, vielleicht, wenn du Pech hast, zehnmal denselben haben, aber grundsätzlich ja. Ja, oder dass er dir halt nicht gefällt, ja. Weil du ihn nicht haben möchtest, den Mech, der da drin ist, oder jetzt in Zukunft auch die Fahrzeuge, die da drin sind. Aber es ist keine künstliche Verknappung. Das ist halt einfach nur dann eine persönliche Einstellung, ein persönliches Empfinden. Deswegen ist das nicht wirklich Glücksspiel in meinen Augen. Mhm. Mal schauen, was da in Zukunft kommt an schönen Boxen. Also ich mag sie auch total gerne. Sie nehmen nicht so viel Platz weg wie andere Sachen im Lager. Und sie gehen halt auch wirklich schnell wieder raus. Wie viel ist in einem Display drin? 9 Stück. Ah ja. Aber die Displays haben nicht immer das Gleiche, sage ich mal. Also sind nicht in allen Displays sind immer die, sondern... Nein. Es gab wohl zum Anfang Probleme mit, ich kann den Namen nicht aussprechen, von dem chinesischen Hersteller, Lyra oder so, dass die einfach nach wirklich fortlaufender Nummer eingepackt haben. Das haben sie aber sehr schnell in den Griff bekommen. Das war schon, ich sag mal, nach 2 Monaten rausbringen, irgendwie Ende 2020, Anfang 2021 war das Problem schon gefixt. Seitdem sind sie wirklich durchgemischt, vollkommen random, was du da drinnen bekommst. Und es kann praktisch jeder Mech sein, den es sonst auch so zu kaufen gibt. Jein. Alle 93, die im Clan Invasion Kickstarter sind, abzüglich des Urban Mechs und den Legendary. Kein Urban. Den Urban gab es als Einzel-Salvage-Box. Gab oder gibt? Ja, ich sag jetzt mal lieber gab, weil ich kriege ihn absolut nicht wieder ran. Ich weiß nicht, ob er offiziell eingestellt wurde. Ich kann ihn immer noch bestellen. Aber er hat jetzt schon bald eine Lieferpause von knapp über einem Jahr. Okay. Ich habe noch welche. Glücklicher. Aber auf der anderen Seite muss man dazu sagen, man braucht auch die Urban Mech Salvage Box nicht mehr wirklich. Da es ja noch die Urban Mech Lands Box gibt, wo ein Modell, also das aus der Salvage Box, ist identisch auch in der Urban Mech Lands Box drin. Deswegen braucht man die Salvage Boxen an meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr. Hast du gerade zu Tabletop-Spielern gesagt, dass sie irgendwas nicht brauchen? Na, ich sehe es aus wirtschaftlicher Sicht gerade, nicht aus Tabletop-Spielsicht. Ja, also ich bitte dich, das sind ja Töne, die werden hier angeschlagen. Sag mal, wo habt ihr mich hier eingeladen? Ja, das ist hier zur Abgewöhnung so ein Ausstiegsszenario, weißt du, ne? Also mein Name ist Story und ja, ich kann jederzeit damit aufhören, wenn ich will. Aber ich will halt. Aber du willst nicht. Nee. Ja. Für die Hardcore-Spieler gibt es ja dann noch die 12er-Box, Mike. Ja, ich weiß. Wobei, die gibt es zurzeit leider auch nicht. Die wird auch nicht wieder rausgegeben. Ich weiß nicht, warum. Also ich kann dazu aber sagen, die MechForce hat eine sehr vertrauensvolle, lange Partnerschaft mit dem Sci-Fi-Trader. MechForce-Mitglieder kriegen natürlich auch Rabatt beim Sci-Fi-Trader. Das muss ich an dieser Stelle erwähnen. Wir haben verschiedene Projekte schon realisiert. Wir werden auch die Hamburger Spielemesse zusammen realisieren, mit ein paar anderen Partnern auch. Und mit meinem mache ich gern zusammen. Was heißt zusammen realisieren? Wir haben zusammen Stände auf der Spiel in Essen und auf der, Gott, jetzt ich will mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, ich glaube, sie heißt einfach nur Brettspielemesse Hamburg. Nee, sie heißt Spielemesse Hamburg. Spielemesse Hamburg dann, okay. Ich wollte mich nicht in die Nessel setzen. Da wir uns an dem Wochenende aufteilen müssen, die MechForce ist gleichzeitig noch auf der Comic-Con in Stuttgart. Da waren wir letztes Jahr auch. Das war so ein kleiner Testballon und die Leute haben alle gesagt, irgendwie, wir brauchen nicht auf eine Comic-Con gehen. Genau das Gegenteil war der Fall. Dass genau die Leute von unserem Mindset, wir haben so viele Demospiele gegeben wie noch nie. Spieler sind danach gekommen, Eintritte. Also das hat sich wirklich gelohnt und das werden wir auch weitermachen. Ja, und ich werde da in Hamburg mit den Kollegen von der MechForce, ich weiß noch nicht genau mit wem, ich weiß, glaube ich, Elfe hattest du mir gesagt, Mike, dass er der Schirmherr ist für Hamburg von der MechForce aus. Ja, Elfe organisiert Hamburg, also das heißt, das ist alles schon gelaufen, ne? Vertragliche Vorverhandlungen und die Größe
und so. Also in Hamburg haben wir auch 64 Quadratmeter, in Essen sind sogar 80. Oh ja, ich glaube, du sagtest was mal von 80. 80 oder 90, ja. Ich fahre nach Hamburg, ich komme aus Schleswig-Holstein, ich habe dann mal eine kurze Anreise. Ich muss da nicht 8 Stunden durch ganz durch Deutschland fahren für eine Messe über ein Wochenende. Deswegen, wenn ich jetzt mit in Hamburg mit Elfe und der Mechforce auf dem Stand da und mal gucken, wie sich das dann da entwickelt. Und bis nächste Jahr kann man dann noch neue Projekte in Angriff nehmen. Ja, da sind wir ja gerade dabei. Wenn ich darf, dann wir haben am 28. 29. September in Hamburg die Deutsche Meisterschaft Classic, wo gleichzeitig auch ein Stop von Randalls Europa-Tour stattfindet. Die Planungen für September sind fast abgeschlossen und werden demnächst veröffentlicht. Es sind interessante Länder dabei, wie Finnland und Ukraine, die er besuchen wird. Ja, spannend. Das hat uns viel Aufstand gekostet. Tatsächlich, Martin und ich haben die Tour organisiert es steht auch noch einiges aus. Die Italiener zum Beispiel sind einfach Italiener halt, ne? Also für einen Deutschen nicht fassbar, weißt du, was ich meine? Also was und es sind 2 Stops in Deutschland eigentlich angesagt. Der 2. Stop, den veröffentlichen wir, oder den möchte ich jetzt hier noch nicht sagen, weil es kann tatsächlich sein, dass der ausfällt. Ich will nicht hoffen. Genau, und dann danach findet die Spiele erst in Essen statt, und die Mechforce hat sich auf die Fahne geschrieben, die Mitgliederneugewinnung voranzutreiben. Nicht so viel im eigenen Süppchen kochen, sondern gucken, dass wir Leute von dem Spiel begeistern können. Wir sind auch auf der Kreativa in Düsseldorf, war das? Dortmund, oder? Dortmund, genau. Da haben wir auch, also wir durch die verschiedenen Partnerschaften, die mir die Mechforce eingegangen ist, also ich möchte da Imprintum nennen oder War Scenery, Pinselschwert, alles so kleine Firmen wie der Manne, mit denen wir uns so zusammengetan haben. Alleine schaffen wir nichts, gemeinsam schaffen wir viel. Er praktisch seinen Stand da gehabt und die Mechforcer haben nebenbei dort Demospiele gegeben, auf der Kreativa. Und man soll es nicht glauben, sie haben sich beschwert, dass sie zu wenig Leute waren, weil wir durchgehend Demospiele geben mussten. Das werden wir in Zukunft eigentlich ausbauen und auch weitermachen. Cool. Wie viele Mitglieder seid ihr? Oder habt ihr? Zu wenig. Ja, viel zu wenig. Ich nagelt mich jetzt nicht ganz genau fest auf plus minus 5, aber wir sind so 230 aktuell nur. Ja, ich finde 230 auch schon nicht schlecht. Ja, aber wenn du mal überlegst, wo wir Battletech-technisch vereinsmäßig in Deutschland herkommen, also deutschlandweit von über 2000 Mal. Klar, das waren die goldenen 90er Jahre, ne? Aber da geht sicherlich noch mehr. Was bietet ihr denn? Also was hat man davon, wenn man bei euch Mitglied ist? In erster Linie ist ja unter USP die Mangelverwaltung über das Chapter-System. Das heißt also, wirst du Mitglied in der Mechforce, kannst du in den verschiedenen Zeitschienen, also wir haben da die Einteilung jetzt nach der MUL auch übernommen, von Intro-Tech bis Ill-Clan, bekommst du deine eigene Einheit nach der Haus, Clan oder Vereinigung, welche du auch immer spielen willst. Es gibt da, das ist sozusagen der Schatz der Mechforce, der da gehortet wird. Ich bin da nicht so hinterher, diese Wahrscheinlichkeitstabellen. Das heißt also, es wird nicht nur einmal eingeteilt nach der MUL, in welche Häuser und nach welchen Zeiten du die Maschine erhalten kannst, sondern es wurden dann auch in wahnsinnig aufwendiger Arbeit Wahrscheinlichkeiten da eingearbeitet. Und so bekommst du praktisch deine Einheit. Und mit dieser Einheit kannst du gegen andere Leute spielen und kannst in der Rangliste Punkte erhalten. Du kannst Beute machen, du kannst Maschinen verlieren so spielen die Leute sich da so durch. Das ist einer der großen USPs. Team Truborn hatte das ja auch. Darum ging es immer, dass die Leute nicht einfach aus allen wählen können und sich irgendwie koordiniert miteinander unter einem kleinen gewissen Regelwerk, was nicht jedes Mal neu abgesprochen werden muss, sodass also auch fremde Leute mal zusammenkommen können. In der Spielrunde, in der du zusammen bist, da ist das klar, wie gespielt wird und so. Ja, dann natürlich fördern wir insgesamt das Spiel
Es laufen einige interessante Projekte im Hintergrund, diese ganzen Sachen zu digitalisieren. Wir veranstalten zusammen mit anderen Organisationen früher, heute die Deutsche Meisterschaft, die Europameisterschaft findet alle 2 Jahre in Deutschland statt. Das ist so mit CGL abgesprochen. Also das heißt immer Deutschland, anderes Land, Deutschland, anderes Land, Deutschland, anderes Land. Und das ist so das, was man im Grunde genommen, ich meine, wir haben aktuell einen Jahresbeitrag von 18 Euro. So viel ist damit auch nicht zu erwarten, muss ich jetzt mal an dieser Stelle anmerken. Ich glaube, was du gerade noch vergessen hast, Mike, ist auch, dass die Mechforce Germany zwar im Namen noch Germany hat und auch noch so bleiben wird, aber die Mitglieder auch durchaus schon aus anderen Ländern dabei sind, wie aus UK in dem Augenblick, die ihre Chapter-Fights in dem System austragen und an die Mechforce Germany melden und da gelistet sind, ganz normal. Ja, also das ist richtig, da es keine andere Mechforce mehr gibt. Wir haben spanische Mitglieder, irische Mitglieder, englische Mitglieder. Wir sehen uns aber mittlerweile, ist es so, dass, ich weiß nicht, wie das historisch gewachsen ist. Ich war halt in den, sage ich mal, aufregenden Jahren, wo sich alle in die Wolle gekriegt haben, nicht da. Mir wird immer noch viel Gegenwind entgegengebracht, irgendwie so Mechforce, ich weiß gar nicht. Also ich bin in der Mechforce, weil ich das Spiel mag und weil ich das Spiel gerne voranbringen möchte, weil ich gerne mit Menschen spielen möchte, weil es mich erfreut, dass mittlerweile ich in jeden Tabletop-Club kommen kann und da spielt irgendwer Battletech, zumindest in Alpha Strike. Und das ist so mein Sinnzweck bei dieser ganzen Sache. Mechforce-Mitglieder haben Vorteile. Bei Manne, bei allen unseren Partnern, die ich genannt habe, im Atlantis kriegt man Prozente und so weiter und so fort. Das sind auch noch Sachen, um die wir uns kümmern, dass die Leute halt einigermaßen gut noch einkaufen können. Ich möchte da vielleicht noch 1-2 Argumente auch pro Mechforce ins Feld führen. Also ich bin jetzt schon recht lange, mache ich es mit dem Battleport hier und ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt. Also ich habe in den 90ern sehr schlechte Erfahrungen mit dem organisierten Battletech-Spielen gemacht in Deutschland. Nicht allein in der Mechforce, sondern eher eigentlich im Nice Dice. Und habe mir eigentlich damals geschworen, dass ich nie wieder in einem Battletech-Verein spiele organisiert. Und das habe ich auch viele Jahre durchgehalten. Und tatsächlich aber dann, ich glaube, das war in Hamburg bei der Operation Thor. Da bin ich ja dann auch auf einige Mechforce-Mitglieder gestoßen. Und es war so eine sympathische Truppe, dass ich mich schlecht gefühlt hätte, wenn ich nicht beitrete. Also es ist tatsächlich dieser menschliche Aspekt, dass man Leute kennenlernt. Klar, kann ich das auch tun, wenn ich nicht in der Mechforce bin, aber die Mechforce ist sozusagen das Bindeglied, das die Community dann doch irgendwie zusammenhält und ihr eine gewisse Struktur gibt. Und ich finde, 18 Euro im Jahr ist echt nicht viel. Wenn ich überlege, was ich damals im Nice Dice bezahlt habe, um irgendwie einen Mech zu führen und dann hier noch einen Panzer und einen Hubschrauber dazu, einen Luftraumjäger, da lag ich bei über 100 Mark damals, was für mich als Schüler und Azubi echt viel, viel Kohle war eigentlich im Jahr und also auch einen etwas anderen Charakter hatte. Deswegen finde ich die 18 Euro echt fair für die organisatorische Geschichte. So, das ist das eine, also dieser menschliche Kit und dass man irgendwo auch als Community zusammenbleibt. Und der zweite Faktor ist, wenn man natürlich eine Gruppe ist, eine Community, dann tritt man auch nach außen hin ganz anders auf. Siehe die Lizenzverhandlungen jetzt mit den USA. Und wenn, das kann eine Einzelperson gar nicht leisten. Und von daher hat man natürlich dann auch als große Gruppe, und die deutsche Community war auch immer eine der größten Battletech-Communities in der Welt, einen anderen Einfluss, positiven Einfluss auf die Zukunft des Hobbys. Und von allein daher würde ich sagen, wenn die Leute in Ordnung sind, und das ist der Fall, soweit ich das beurteilen kann, dann sollte man sich dann anschließen und organisieren, weil dann jetzt geht es auch voran und das Hobby bleibt langfristig erhalten. Ja. Ja, also schön gesagt, danke. Das ist Wort zum Sonntag. Gesagt, ja, es ist, wir wollen einfach ein bisschen mehr outgoing sein. Also wir haben jetzt auch schon angefangen, Freebooters-Demospiele von der Mechforce auszugeben, zum Beispiel. Wir sehen uns mehr so als die,
Spielerorganisation der Einzelgruppen oder Verband oder wie man das auch immer nennen will. Also als Einzelspieler hast du halt auch noch viele Vorteile und wenn das Chapter-System endlich digitalisiert wird, dann geht es auch schnell, zügig und einfach. Aber all diese Werkzeuge kann man halt bei uns auch gut entwickeln und wir haben halt auch viele Leute, wie zum Beispiel, also wir haben halt viele Gruppen, mit denen wir zusammen dann auch andere Sachen entwickeln. Wir haben letztes Jahr am Donnerstag auf der Spiel dieses Spiel von Bryn und Randall gegen Bob und Neo Giat gestreamt mit den Fragen, die da gestellt werden konnten von der deutschen Community an Randall und so weiter. Daraus machen wir jetzt einen Running Gag. Das ist mit Randall schon so durchgesprochen. Auch dieses Jahr wird es wieder so ein Spiel geben, das gestreamt wird und wo die Fragen beantwortet werden können. Und all diese Sachen schaffen wir halt gemeinsam. Einzelanfragen sind halt immer ein bisschen komisch, aber so wie du schon gesagt hast, die MechForce hat mehrfach bewiesen in den letzten 25 Jahren ihres Bestehens, dass sie Krisen durchstehen kann und dass immer wieder Leute da sind, die irgendetwas reißen. Und organisiert ihr das praktisch rein offline oder kann man auch irgendwie online spielen? Da gibt es ja auch Möglichkeiten, Tabletop-Simulator oder das alle andere Spiele Ding. Alle Spiele werden bei uns gewertet. Du kannst Megamax spielen, kannst Tabletop-Simulator spielen. Gerade in der Corona-Zeit gab es ja faktisch keine anderen Möglichkeiten. Das ist sehr groß aufgekommen. Im Tabletop-Simulator kannst du dir ganze Bundles, die fertig alles haben für Battletech, einmal runterladen. Und es gab halt Leute, die haben es dann über Tabletop-Simulator gemacht. Megamax sind tatsächlich viele Spiele, gerade weil wir ein bundesweiter Verein sind und viele Leute bei uns Mitglied sind, die gerade nicht so viele lokale Spielrunden haben. So lokale Spielrunden, ich nenne jetzt mal die Phoenix Garde oder so, die sind auch Mitglied in der MechForce. Aber die spielen ja sowieso jede Woche bei sich da zusammen. Und die machen dann natürlich weniger Spiele online. Während die Leute, die halt nicht so viel Spielrunden in ihrer Nähe haben, halt auch dann online ihre Sucht befriedigen. Das stimmt. Also gerade in Corona habe ich doch auch einige Runden im Tabletop-Simulator gespielt, was auch sehr cool ist. Ich habe jetzt mal VR getestet. Die Benutzerführung ist ein bisschen kurios, ne? Aber das hat natürlich dann auch schon das Feeling, dass du halt an der Platte ein bisschen sitzt und dir die Figuren von allen Seiten ordentlich angucken kannst. Aber auch Megamac, wobei ich da interessanterweise auch bei älteren Spielern auf Widerstand getroffen bin, die so sagten, ja, das sieht halt nicht so schön aus und ich möchte die 10 Figuren dann doch lieber in der Hand haben. Hatte mich ein bisschen überrascht, weil ich eher gedacht hätte, dass Megamac, weil es doch sehr, sehr nah auch an dem ist, oder eine 1:1-Kopie vom Table ist, top ist, dass es da besser ankommt. Aber naja, so kann man sich irren. Wenn man mal ehrlich ist, ist Megamac auch nicht schön. Nein. Also wenn du das reine Spielfeld nimmst, ist es nicht schön. Es ist eine schöne technische Variante, um wirklich 1:1 das Tabletop am PC spielen zu können. Ohne Frage. Und es wird auch super gepflegt und alles. Aber ein Schönheitspreis gewinnt das Ding nie. Ja, aber das ist doch die ewige Diskussion. Ich meine, guck mal, ich bin der technokratische Turnierspieler und dann gibt es die wunderschönen Tabletop-Spieler. Und eigentlich können wir alle zusammen spielen und jeden so sein lassen, wie er will, weil tatsächlich, ich könnte auch mit Kronkorken spielen. Mir geht es um das Spielprinzip und das, was dahinter steht. Ich mag das auch, wenn es schön aussieht, versteht mich nicht falsch, also so, aber ich kann es nicht und wahrscheinlich ist es mir deswegen egal. Ja, das ist dasselbe, wie sich die Kunden zum Teil bei mir in Anführungsstrichen beschweren, dass mein Shop altbacken aussieht wie aus den 90ern oder so. Es ist auch immer ein gefühltes, was man erreichen möchte. Wie du schon sagst, so, dir langt es, dass man das Spiel spielen kann damit. Es ist halt so, wie es ist. So, fertig. Es ist nicht schlechter dadurch oder besser als andere, sondern es ist so, wie es ist. Es ist eine 1:1-Kopie und das müssen andere erstmal ordentlich hinkriegen. Das muss der Tabletop-Simulator muss dafür teuer gepflegt werden in ihren Mods und alles. Also teuer im Sinne nicht nur von Geld, sondern auch von Zeitaufwand, was bei Megamac schon alles geflossen ist über die ganzen Jahre, Jahrzehnte bald. Also ich glaube, Megamac hat auch schon über 10 Jahre auf dem Buckel. Locker, also Megamac war das Spiel in den 2000ern schon. Also von daher, ich glaube, das war ziemlich früh in den 2000ern, habe ich die erste Version und selbst da war es schon nicht mehr neu zugesteckt bekommen. Ja, deswegen, also
Das Schöne ist immer, dass liegt immer im Auge des Betrachters. Manchmal muss es auch einfach nur zweckdienlich sein. Mhm. Ja. Wie schaut es nochmal aus? Ursprünglich war ja, dass man hat so eine Figur und dann geht man das, wie man tritt ein, hat einen Mech und damit steht man erstmal, oder man hat einen, tritt ein, kriegt gleich eine Lanze oder Regiment. Oder wie läuft das? Die Zeiten dieser Mehrspieler-Zepter sind vorbei. Du bekommst 36 Mechs und 12 Support-Fahrzeuge, glaube ich. Oh, voll schlecht, ne? Ich bin im Vorstand und kann das nicht wie aus der Pistole geschossen sagen. Aber um den Dreh. Und aus diesen Figuren kannst du dann deine Chapter-Fights bestreiten. Also wenn wir beide dann aufeinandertreffen, dann sagen wir irgendwas von wegen, okay, Clan 30-50, 8.500 BV und dann kannst du aus deinen Einheiten da rauswählen und wir können gegeneinander antreten. Mhm. Ja, ehrlich. Also, habt ihr auch Lore? Darf ich mal kurz noch mal zu dem Setup was sagen? Also, ich bin ja auch ein Oldschool Mechforce-Mitglied und habe mich damals auch ziemlich einnorden lassen, also in den 90ern. Du bist ein Mechkrieger, du hast deinen persönlichen Mech. Ja, und ich kämpfst da und es hat diese Rollenspielkomponente. Und als die erste Mechforce ja dann dem Bach unterging, wegen der Lizenzgeschichte und es eine neue Mechforce gab, hörten wir, da hat jeder Spieler 4 Mechs oder so. Ne? Das war ein Sakrileg. Also das war undenkbar. Das war so, nein. Also bei aller Liebe, aber 4 Mechs unmöglich. Wenn ich heute an mich zurückdenke, wie ich damals darüber geurteilt habe, Ich kann es überhaupt nicht fassen, dass ich so verbohrt war und nicht die Option, obwohl ich privat total gerne Kompaniestärke und so weiter und mehr gespielt habe, dass ich zu dem Zeitpunkt so dagegen war, dass bei einem Chapterfight man mehr als einen Mech spielt, weil ich mich ja auch habe einkaufen lassen. Ich habe ja noch einen Panzer nebenbei gehabt und einen Infanterie-Squad und den Helikopter und so weiter gegen Geld. Ne? Also es ist für mich heute unbegreiflich, wie ich mich damals habe da so auf diese Schiene halt einordnen lassen. Ja, aber wir waren damals auch genug. Das muss man ja auch sagen. Wir waren was? Wir waren genug Leute. Wir waren genug Spieler. Also wir haben uns mit den Magdeburgern getroffen. Ich weiß noch, 3 Tage. Die sind mit 20 Leuten zu uns gekommen. Und wir haben 3 Tage zusammen da im Chapterfight gemacht. Mit 20 Leuten gegen 20 Leute. Also das kriegst du ja heute gar nicht mehr zusammen. Nee, das ist da. Nein, aber auch selbst damals habe ich gerne, wir haben ja privat viel gespielt. Also es verging ja kaum ein Tag, wo wir nicht Battletech gespielt haben. Und selbst da habe ich halt super gerne viele Einheiten gespielt. Und warum ich diesen geistigen Schritt nicht gemacht habe, hey, was ich in meiner Freizeit total gerne, also das ist ja auch Freizeit, aber so unter der Woche gerne mache oder halt an einem Wochenende, wo wir keinen Chapterfight haben. Und dann lehne ich das auf einmal da so ab. Das ist für mich heute komisch. Es ist so, ich kann mich im Nachhinein nicht verstehen. Insgesamt sind mir diese Dogmatismen sowieso komisch und fremd. Siehst du, du erzählst jetzt von diesem Wechsel damals von dem Mehrpersonen-Chapter auf das Einzel-Chapter. Dann gibt es ja noch diese Sache mit ich spiele nur Steinzeit-Tech, also 3025 meine ich spiele nur Intro und alles andere danach ist ein Sakrileg. Diese Festgefahrenheit, die kann man gerne im Lore austragen und so ein bisschen spaßhaft, aber die Ernsthaftigkeit, die in der Szene mehrfach über die Jahre an den Tag gelegt wurde von einigen Menschen, die hat mich dann doch schon ein bisschen befremdet. Denn am Ende ist es ein Hobby und es soll doch uns Spaß machen, oder? Ja, das sehe ich auch so. Nee, also auf jeden Fall. Und ich finde dadurch, das ist ja bei der aktuellen Mechforce sehr offen, da gibt es halt alles Mögliche. Ich habe da auch schon Sachen gespielt, die ich normalerweise nicht so gerne spiele. Vor allem, also ich bin auch eher so der 3025 Intro-Tech. Nicht, weil ich sage, das ist das einzig Wahre, sondern weil ich das früher so gelernt habe, aber weil ich es halt am gebalancedsten finde. Balance ist mir halt mega wichtig persönlich, egal bei welchem Spiel. Und da sind die Waffensysteme, also Schere, Stein, Papier, vielleicht noch ein Brunnen dabei und das war's. Ne? Das finde ich halt cool. Und gerade bei der Einführung der Clans, das hat ja Phase damals oder hat es ja dann auch selber zugegeben, dass sie da haben Leute machen lassen, das hätten sie vielleicht nicht tun sollen. Ne?
dass es zu sehr aus dem Ruder gelaufen ist und dann 3067er Tick und so weiter und so fort. Man kann das ja aber trotzdem mögen. Das ist ja jetzt kein Qualitäts, dass ich da sage, das ist schlecht oder so. Es gefällt mir halt noch nicht so gut, aber auch das spiele ich und ich bin dann halt total gefordert. Letztes Jahr auf der PhoenixCon war am ersten Abend, habe ich dann auch so ein 67er Tech Chapterfight gemacht. Und es war für mich mega herausfordernd, weil viele der Mechs, die da standen, die kannte ich noch nicht mal. Und die, die ich kannte, hatten ganz andere Konfigurationen. Aber es war spannend. Und für mich war das, ich will jetzt nicht sagen, neues Battletech-Spiel, aber doch eine neue Anforderung. Dass man seine Vorliebe hat und die auslebt, dagegen spricht ja überhaupt gar nichts. Ja. Also in keinster Art und Weise. Nur wie bei allen anderen Themen, die Menschen davon überzeugen, dass das der einzig wahre Glauben ist. Das meinte ich mit, fand ich schon immer befremdlich. Ja, nee, bin ich bei dir. Ja. Ja, wie seht ihr denn jetzt so, ihr beide, da ihr an vorderster Front steht und auch am den Puls der Zeit mitbekommt, wie seht ihr die Zukunft unseres Hobbys in den nächsten, sagen wir mal, 2-3 Jahren? Kann ich vorher noch ganz kurz noch meine Lore-Frage, also habt ihr cool, entschuldige bitte, ja klar. Eine Kampagne laufen, eine große oder eine, jeder schließt sich dann sozusagen einer Söldeneinheit ein Haus an und dann gibt es so eine galaktische Schlachtkarte oder so. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also innerhalb der MechForce gibt es auch ein ausgearbeitetes MechWarrior-Konzept. So heißt das. Dann kannst du zusätzlich deine Piloten noch machen. Kampagnenspiel von der MechForce selbst nicht. Es gibt zwar, helf mir mal, wie hieß das Ding, was immer einmal im Jahr organisiert wird? Operation Gellerhead? Nee, nicht Gellerhead. Die ist ja in Hohe Geiß. Also grundsätzlich würde die Möglichkeit bestehen, wir sind nicht in der Lage, das zu leisten und machen das auch nicht. Also ich selber zum Beispiel spiele in Hannover im Tabletop, hier im T3 Tabletop Club, schon seit über 3,5 Jahren mit Battletech-Leuten eine Kampagne. Das organisieren die lokalen Spielgruppen selber. Wir haben Depotspiele zum Beispiel und wir wollen in Zukunft auch die Möglichkeit geben, dass man praktisch um Planeten kämpfen kann. Depotspiele sind auch sowas. Da kämpfst du dann um das Depot und kannst damit nicht sowas wie Lore, aber Vorteile für dein Chapter dann gewinnen und solche Sachen. Aber richtig Lore, nein, muss ich so sagen. Auch. Muss ich Mike jetzt mal so ein bisschen da auch unterstützen, ist absolut nicht mehr leistbar. Also klar, Technik vorneweg, aber du hast nicht die Manpower dafür, sowas zu leisten, sondern so eine richtige, wie du jetzt das gerade angesprochen hast, mit einer riesengroßen Map, wo Kämpfe laufen um Planeten und so weiter und so fort. Dafür fehlt dir zurzeit die Manpower in der MechBoss Germany, weil auch wenn 230 Leute viel sind, ist es noch zu wenig. Es ist zu wenig, was an Hilfe, an Unterstützung da ist, um all das, was toll wäre, was sich die Fanseele wünscht, umsetzen zu können. Und ich bin vollkommen bei dir, dass sowas total genial wäre, mit einer riesengroßen Karte, wo ich irgendwo starte, Galatea, mit meiner Söldnereinheit, meine Verträge aushandle mit den verschiedenen Hausfürsten, um dann da an die Front zu kommen, nach Marik hin, nach Kurita hin, um da dann irgendwelche Planeten anzugreifen und irgendjemand aus der MechForce verteidigt das denn, wer auch immer in dem Augenblick. Aber dafür fehlt dir die Manpower, einfach das umzusetzen. Und auch ein bisschen die, jetzt fällt mir das Wort auch gerade nicht ein, dafür die Verpflichtung, dass die Leute dann auch wirklich die Spiele in einem bestimmten Zeitraum auch austragen müssen. Weil das ist heute so ein ganz großes Problem. Man möchte einfach spielen, um Spaß zu haben. Und man macht das halt in seiner eigenen kleinen Gruppe, hat aber nicht die großartige Verpflichtung, bis zum 30.08. noch folgende drei Gefechte durchzuführen, damit wir die Planeteninvasionen auf dem einen Planeten abschließen können. So, Wortfindungsstörung gerade. Ja,
Das ist auch so eine Sache, also da kommen wir mal wieder, das, was Manne ursprünglich mal oder am Anfang gesagt hat, was der Fan sich wünscht und was er dann tatsächlich macht. Ne? Wenn du irgendjemand fragst, so von der Grundidee, natürlich wäre das geil, so eine Kampagne zu fahren, aber das ist halt auch viel Anwesenheit, viel Arbeit und es ist halt dann auch so eine Pflichtgeschichte. Und ich glaube, gerade viele der älteren Spieler sind gar nicht mehr in der Lage und auch nicht willens, das am Ende des Tages zu leisten, auch nicht als Mitspieler. Zumal es ja auch ein Commitment ist. Ja, weiß ich nicht. Also ich denke, da gibt es ja auch Möglichkeiten, das smooth für alle zu gestalten. Tatsächlich können wir das einfach nicht leisten. Also wir haben ja auch zusätzlich noch das Akademiesystem innerhalb des Chapter-Systems. Das heißt also, wenn du ein Akademiespiel machst, dann kannst du in deinen Rängen aufsteigen und kannst da Lieutenant und was weiß ich nicht werden. Dadurch kannst du Akademievorteile kriegen und durch diese Akademievorteile kannst du Gewichtsklassenverschiebung machen oder auf dem Schwarzmarkt, dann kannst du auch mal auf eine andere Tabelle irgendwas gewürfelt kriegen, solche Sachen halt. Und das muss auch alles im Moment noch verwaltet werden. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber unser Verein ist genauso wie alle anderen Vereine. Wenn man mal ehrlich ist, dann haben wir 10% Aktive und der Rest lässt sich berieseln und das ist auch vollkommen in Ordnung. So funktionieren Vereine. Die Aufgaben müssen halt auch erledigt werden zu den Sachen, die man gerne gemacht haben möchte. Wenn jemand zu uns kommen würde und würde sagen, du, wir würden das gerne verwalten wollen, wir würden das gerne anbieten, wir würden das sofort machen, wir unterstützen das, würden das an alle Mitglieder ausgeben, würden Testballon durchlaufen lassen, aber da muss jemand sein, der die Verantwortung übernimmt und der auch weiß, was Verantwortung ist. Denn zwischendurch haben sich schon so ein paar Hallodris gemeldet, die gesagt haben, hier, ich fange mal was an und die haben dann was angefangen. Ja, und nach 3 Wochen haben die uns auf einmal geghostet, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. Das kenne ich auch aus verschiedenen Aktionen. Ich bin ja in so einer Flieger-Community seit Jahren aktiv. Und da gibt es halt auch immer wieder Leute, die halt viel versprechen, aber dann noch am Ende des Tages wenig halten. Und wie du sagst, 10%, das kommt schon ungefähr hin. Und ja, auf den lastet dann halt dann natürlich dann auch vieles. Aber ich glaube auch, Entschuldigung, du zuerst. Du musst dazu auch sehen, was die MechForce Germany an anderen Baustellen schon hat. Also neben der Chapter-Verwaltung, Akademie-Verwaltung, Depot-Verwaltung ist ja auch der große, große Auftrag der MechForce Germany, dieses andere Spieler ranzukriegen. Ich muss meine Spieler bei der Stange halten. Ich sage jetzt mal die 230, die ich habe, oder 200. Die 30 neuen sind in den letzten 2 Jahren gut dazugekommen. Ich muss aber auch immer wieder für Nachwuchs sorgen. Wir hatten jetzt die letzten 2 Jahre, glaube ich, so ein total süßen Jungen auf der Spiel in Essen, der hat sich letztes Jahr tierisch darauf gefreut, dass die MechForce Germany wieder da ist. Ja, seine Mutter hat uns total stolz erzählt, wie er sich darauf gefreut hat und wie er sich das alles zurechtgelegt hat, was er da machen möchte mit den Jungs an den Demotischen und wie er mit denen spielen möchte. Das ist einfach der Wahnsinn und die brauchst du auch. Und du brauchst halt viel mehr Leute, die nicht aus dieser fertigen Blase kommen und das ist schon jetzt ein sehr großer Knackpunkt, wo halt sehr viele Ressourcen reinfließen von der MechForce Germany, damit wir immer wieder neue Spieler generieren und hoffen, dass wir dann auch immer mehr helfende Hände irgendwann bekommen, durch diese 10%-Regelung, die bei jedem Sportverein oder Verein allgemein gilt, dass wir da auch mehr mal leisten können. Und das sage ich jetzt, der nicht mal MechForce-Mitglied ist. Also, aber ich lebe auch von der MechForce in dem Augenblick, weil ich mit denen zusammen die Stände bespiele, auch den großen Messen und alles. Und ohne die helfenden Hände von allen da, wird es nicht weitergehen. Und das muss man auch mal so klar sagen, dass man da auch den Aufruf an die Hörer vielleicht macht in dem Augenblick. Hey, wenn eine Messe bei euch um die Ecke ist, meldet euch bei Mike, beim Vorstand der MechForce Germany. Ihr werdet immer helfende Hände kriegen. Und sei es nur, dass wir euch in irgendeiner Form unterstützen mit Demo-Materialien und sonst was. Ja, also wir haben dafür Demo, was soll ich sagen, Plakate, Material und so weiter und so fort. Das machen wir alles sehr, sehr gerne. Das muss man dann halt auch wollen. Wir sahen eine gewisse Vergreisung des Spiels. Und durch Alpha Strike auch die Möglichkeit, und da legen wir auch ein bisschen Hauptaugenmerk gerade drauf, auf dem Grafdigger-Con jetzt am 24. August in Hannover findet auch nochmal so ein Wolfnet 350 Turnier statt als Probe vorweg für die
deutschen Alpha-Strike-Meisterschaften auf der PhoenixCon. Alpha-Strike wird sehr gut angenommen und wirklich viel gespielt. Das ist für so Klassikspieler wie mich natürlich komisch, aber es ist halt auch Battletech und gehört halt auch ein bisschen zum Mechforce, ne? Das auf jeden Fall. Also ich habe ja auch einiges an Alpha-Strike gespielt. Also was mir gefällt, ist auf jeden Fall die Optik und grundsätzlich, dass man auch frei ziehen kann. Das nachdem ich ja jahrzehntelang Hexfelder gespielt habe, war das für mich eine reizvolle Sache. Die Vereinfachung ist natürlich eine andere Geschichte, aber das ist nun mal der Trend. Viele Leute mögen es halt schnell und schmutzig und dafür ist Alpha-Strike gut. Grundsätzlich muss ich sagen, diese Demospiele, vor allem, das ist ja auch optisch schöner geworden. Wenn ich mir überlege, wenn ich heute irgendwo mit einer Pappkarte hinsetzt, einfach nur und dann so halb bemalte Figuren dann auf den Tisch stellst oder einfach so Tungtan, das spricht natürlich der neue Spieler nicht an. Und das hat sich schon wahnsinnig entwickelt. Wenn ich auf den Messen die Bilder sehe, was dort ist, wenn ich auf der PhoenixCon diese wunderschönen Gelände sehe, die da gespielt werden, das hat natürlich einen ganz anderen Reiz. Und wir haben ja auch hier schon im Ultra Comics in Nürnberg mal gespielt, am Wochenende und haben dann auch ein bisschen was aufgebaut und dann bleiben die Leute schon stehen und sagen, hey, was denn das? Das sieht ja mega cool aus. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache und Alpha-Strike, dadurch, dass es jetzt, dass du Alpha-Strike komplett maßstabsgetreu darstellen kannst, sieht es halt auch richtig gut aus. Ne? Ja. Und du hast vollkommen recht, das Auge ist mit. Wir waren auf den Supermajors in Braunschweig und hatten da einen Demostand, ja, auf dem Warhammer-Turnier mit knapp 500 Leuten haben wir einen Battletech-Demostand gemacht. Man sollte sich glauben, wir haben kaum Demos machen müssen. Die sind einfach immer nur gekommen und haben gesagt, ach, Battletech, ja, hab da Boxen dabei, dann kaufe ich gleich mal. Ach, so günstig sind die, dann nehme ich zwei. Und das ist kein Scherz, das ist genauso gelaufen. Und wir hoffen halt, dass die auch mal wieder Battletech spielen. Ein bisschen mehr diese Sachen machen. Ne? Ich wollte nur sagen, dass es Unterschiede gibt. Du hast jahrelang Hex gespielt und die kamen an und sagten, naja, ich möchte jetzt Hex spielen, ich habe jahrelang so gespielt. Mhm. Auch cool, ne, dass es diese Variante dann gibt. Ja, nee, also eins würde ich vielleicht noch sagen, ich glaube aber, das Butter- und Brot-Spiel, der ganz stinknormale Chapter-Fight, 4 gegen 4, 6 gegen 6, wie auch immer, ne, manchmal denkt man, weil die Frage von Inke ging ja nachhin, was gibt's da an Kampagnen und so weiter. Das ist alles cool, aber das ist das Icing on the Cake. Aber ich glaube, das Spiel an sich ist so robust und es macht immer noch Spaß und jedes Gefecht geht doch irgendwie ein bisschen anders aus. Ne? Dass es auch selbst diese einfachen Spiele immer noch so einen wahnsinnigen Reiz ausüben und wenn man erstmal an der Platte sitzt und die Würfel dann rollen, einfach Laune. Ach, schön. Ja. Dem kann man so nichts weiter hinzufügen, glaube ich. Du hattest gerade noch eine Frage, wie wir das sehen in den nächsten 2-3 Jahren, ne? Ja, genau. Ich will jetzt nicht für die Mech vorsprechen, ich spreche jetzt für mich als Sci-Fi-Trader. Das wird gut werden. Das wird richtig gut werden. Das wird richtig teuer werden für euch. Ja. Auch wenn der Kickstarter jetzt ausgeliefert wird. Ich habe gestern erst die neuesten Artikel gesehen und bestellt, die ab Anfang nächsten Jahres kommen, parallel zu den Artikeln, die jetzt im Kickstarter ausgeliefert werden und dann in den Handel kommen. Man sieht ja die Geschwindigkeit bei der Kickstarter-Auslieferung, deswegen gehe ich davon aus, dass alles ab Anfang 2025 erst ganz normal in den Handel kommt. Die sind sehr gut vorbereitet, die Jungs und Mädels von Catalyst da, was das angeht. Das wird richtig, richtig gut werden. Wir werden richtig schöne Sachen kriegen noch wieder. Gestern wurden die vier neuen Force Packs angekündigt in Form von den Haus Davion und Haus Kurita Force Packs, jeweils 2 Stück. Und das dritte Starleech Force Pack wurde auch angekündigt. Plus dann noch weitere Battle Mats, die jetzt in dem Kickstarter drin sind schon. Die viel Tech Maps, bin ich mal gespannt, wie die laufen werden. Und wir werden wohl das allererste Mal zu richtig guten Preisen auch die BFM Mat bekommen. Eine, die man nicht ultra teuer importieren muss aus Amerika. Das klingt sehr positiv. Also ich glaube schon, dass das sehr gut aufgestellt ist und sehr gut werden wird. Ich hoffe jetzt nur, dass meine Frau das gerade nicht mit anhört. Ja, also community-mäßig wissen wir noch nicht ganz, was auf uns zukommt. Es ist viel abhängig davon,
wie in Europa geschäftstechnisch von CGL vorgegangen wird. So sehen wir das, also was die Community anbetrifft, nicht was neue Produkte betrifft. Wir haben starke Communities in Polen, in Spanien, Irland, in UK, eine etwas kleinere in Italien und die anderen Länder sind leidlich zu vernachlässigen, sind Communities vorhanden, aber nicht in so großer Größe. Und wenn man das schafft, auszubauen und auch zu koordinieren, das heißt also entweder hier drüben in Europa selber agiert oder mit einem vernünftigen Lizenzpartner die ganze Sache nach vorne treibt, dann sehe ich tatsächlich rosige Zeiten, denn wir sind im Aufwind. In den USA hat Battletech eine Renaissance erlebt, die sondergleichen. Und ja, ich kann schon mittlerweile verstehen, dass das so ein bisschen stiefmütterlich wirkt, weil das ist ja so explodiert, das ist ja unglaublich. Und wenn man das jetzt halten kann, dann kann daraus schon was werden. Wir haben einen guten Grundstock. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich würde auch sagen, dass Battletech vor allen Dingen in Deutschland eine riesengroße Renaissance in den letzten 2-3 Jahren, seit dem ersten Kickstarter, seit der Auslieferung und wo man es gesehen hat, wieder in den Läden doch aufgenommen hat. Man merkt es auch, dass viel mehr Läden sich wieder trauen, Kickstarter bei sich reinzustellen in die Regale und es nicht nur bei den sporadischen 1-2 Online-Händlern war, wie vor dem Kickstarter und 2-3 Ladengeschäfte gab, wie das Ultra Comics in Nürnberg oder das Atlantis in Hamburg, die sich das so oder so hingestellt haben, weil sie wussten, sie haben ihre Kunden dafür, sondern ganz andere Läden wie, ich sag mal, der intergalaktische Handelsposten und so weiter, dass die sich auch das trauen, das hinzustellen und auch verkauft bekommen. Also wir sind schon alle auf einem aufstrebenden Ast, was das angeht, egal welcher Markt das ist. Ja, was soll ich sagen? Icke. Hättest du das vor ein paar Jahren nochmal so gedacht? Also gerade so nach den dunklen Jahren. Ich meine, wir hatten zwar so vor 10 Jahren, glaube ich, schon mal so einen kleinen Aufschwung, aber dann ebbt es doch wieder ein bisschen ab und erst mit dem ersten Kickstarter ging es dann jetzt aufwärts. Und es hätte ja auch so ein One-Hit-Wonder sein können. Ne? Aber ich glaube, die wiederholten Erfolge zeigen, dass da ein ganz klarer Trend zu sehen ist und dass Battletech noch lange nicht tot ist, im Gegenteil sogar auch sehr gut lebt und auch jetzt wieder jüngere Leute anspricht, was mich besonders freut, weil das war lange so gesagt, ja, das ist was für alte Männer. Aber sehe ich nicht so. Ich spiele momentan zum Beispiel in einer Rollenspielgruppe mit dabei, wo zwei Teenager mit dabei sind. Das sind die Söhne von zwei Spielern, aber die beiden sind mega begeistert und total eifrig. Wir haben jetzt letzten Samstag Nachmittag über Discord gespielt, weil wir hatten leider nicht die Zeit, uns zusammenzufahren. Das ist in der Oberpfalz. Und es war total nett, mit den beiden zu spielen und die hatten richtig Bock. Die hatten richtig, richtig Bock. Und auch die Aufmerksamkeitsspanne, das alles mitzumachen. Also die hätten noch viel, viel länger gespielt. Wir waren dann diejenigen, die immer gesagt haben, jetzt machen wir mal einen Cut für heute. Ja, es ist, wenn du Glück hast, findest du immer noch ein paar, die darauf Lust und Laune haben. Also von den Jüngeren jetzt, ne, von den Teenagern, was ich vorhin schon vor der Aufnahme sagte, wegen meinem zweiten Hobby, mal als Handballtrainer unterwegs zu sein, wo ich jetzt die ganzen 18- bis 20-Jährigen gerade trainiere, es ändert sich wieder so ein bisschen, dass die Aufmerksamkeitsspanne anders wird, die Einteilung wird anders. Man nimmt sich mehr die Zeit, um Zeit mit Freunden zu verbringen. Man ist nicht mehr so husch, husch, schnell hierhin, schnell dahin. Bei manchen habe ich das Gefühl, ist es immer noch so, also ich kann es auch nicht verallgemeinern, ich kann ja nur für die Leute sprechen, die ich kenne hier bei mir auf der Ecke von dieser Altersgruppe her, aber es ist doch schon mehr geworden als früher, dass dieses Fear of Missing Out ist nicht mehr ganz so gegeben. Also nicht mehr, dass man so auch so Partyhopping betreibt, sondern dass man sich halt wirklich hinsetzt und sagt, ja mein Gott, ich bin hier eingeladen, ich bin hier für 8 Stunden, ich setze mich hier jetzt hin, ich spiele mit euch das Rollenspiel und ich muss mich da jetzt auch 8 Stunden konzentrieren. Übertrieben gesagt jetzt, ich weiß nicht, ob ihr 8 Stunden spielt. Nee, auf keinen Fall nicht so lange. Aber ein paar Stunden waren schon, ne? Man setzt sich halt wieder mehr hin und man nimmt sich die Zeit genau für solche Sachen. Man möchte mehr entschleunigen. Man möchte keine Zeit mehr großartig verplempern durch das ewige Hin- und Herhüpfen. So dieses schnell, schnell, schnell. Ist so meine Erfahrung jetzt mit den jüngeren Leuten, die, wie gesagt, in meinem Umfeld sind. Aber ich glaube, das kann man auch schon übertragen auf das große Ganze. Und das bestätigst du ja gerade damit, dass du zwei Teenager bei dir hast in einer Spielgruppe, die sich auch hinsetzen und sagen, oh komm, das wollen wir jetzt machen. Genau. Finde ich gut.
Und wo du gerade auch sagtest, so vor 10 Jahren, so war nochmal so ein Hype, ne? Ich habe mal gerade nebenbei geguckt. Ich hatte vor 9 Jahren die aktuellsten Gen-Con-Bilder damals auf Facebook verbreitet mit dem neuen Warhammer, der dann da gezeigt wurde. Der ja aber erst 2019, 2020 rauskam wegen den Rechtsstreitigkeiten wieder, die da hochkamen. Ja. Da war nochmal wieder so eine Welle, so von wegen, ach, guck mal, wie schön die sein können, sie sind an MWO angelegt und so weiter und so fort. Und dann ist es ganz schnell wieder abgeebbt, weil nichts kam, weil keiner was sagen durfte und keiner was rausbringen konnte. Ja. Und jetzt können sie es machen und die Leute nehmen es dankend an. Die Designs werden dankend angenommen und jeder findet sie toll. Also ich habe noch nicht viele kritische Stimmen gehört, sage ich jetzt mal so rum. Nee, finde ich auch nicht. Im Gegenteil, mega positiv. Also ich bin ja auch ein Fan der alten Figuren, aber wenn man sich mal, ich habe sie ja im Regal auch neben mir stehen, schön bemalt, und dann habe ich die neuen daneben stehen. Ich wage es kaum laut zu sagen, aber ich finde die neuen sehen im größten Teil schon viel geiler aus. Klar, der klassische Marauder wird immer einen Platz in meinem Herzen haben und immer mein Lieblingsmarauder sein. Aber wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, mir so ein Witchworth mal angucke oder sowas in der Richtung, oder auch allein der neue Thunderbolt, der sieht so geil, brachial, gewalttätig aus. Den finde ich super, ne? Auch der neue Awesome gefällt mir einfach besser als der alte Awesome, ne? Obwohl, ja, es gibt viele Figuren, die haben die alten übertroffen. Das ist ja eigentlich eher so ein bisschen selten, wenn man so, ja, damit sozialisiert wurde über die Jahre. Ne? Ja, man hat halt diesen Nostalgiefaktor halt in dem Augenblick, ne? Total. Und klar, also es gibt Modelle, da würde ich auch sagen, so, oh, da, ja, der neue Marauder sieht total toll aus, der kann was, der Maro 2 kann auch was. Ich würde immer das alte Modell wählen. Auch beim Warhammer. Das sind aber so Ikonen, finde ich, die jeder irgendwo sofort mit diesem Spiel verbindet. Ich muss auch sagen, der neue Warhammer gefällt mir sogar einen Tick besser. Steinigt mich. Ja, Jungs, also ganz ehrlich, jetzt, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Entweder ich will Ihnen nicht sagen, dass seine Meinung schlechter ist als meine oder so, um Gottes Willen. Nein, es ist einfach nur, aber ich will damit sagen, dass es auch einen alten Hasen wie mich überzeugen kann. Und es geht bestimmt nicht nur mir so. Ich glaube, da gibt es einige, die insgesamt sagen, ich habe das schon auch bei dem Kreis, wo ich hier in Nürnberg ab und zu mitspiele, das sind so Battletech-Gelegenheitsspieler, die finden die neuen auch cooler. Und die sind älter als ich. Also von daher, die sind schon länger dabei. Ja, und man muss auch dazu sagen, halt, sie haben da einmal den richtigen Schritt gemacht. Die ganzen Mechs sind auch untereinander passend. Ja, von der Größe her. Ne? Ich habe jetzt hier gerade, ich habe mir für sehr teuer Geld ein paar Miniaturen aus Amerika zuschicken lassen vom neuesten Kickstarter, damit ich mindestens auf der Messe Essen ein bisschen was zeigen kann. Also Mike, ne, wir könnten auch was Ordentliches bemalen lassen. Ich halte hier gerade einen Scorpion neben den alten Scorpion. Und das fällt da sehr extrem auf, dass selbst die Waffen untereinander halt nicht konsequent gleich waren über die ganzen Jahrzehnte, was bei den Metallfiguren ja immer der große Kritikpunkt war. Und das ist halt jetzt endlich mal nicht mehr der Fall. Und deswegen gefallen die auch so vielen so gut. Mhm. Ich finde auch das Größenverhältnis, das war für mich immer, dass der Lockers so gigantisch war, ne, zum Beispiel. Das passt überhaupt einfach nicht. Und dann war es auch dann schwer, anderen Leuten dann schwer zu vermitteln. Der ist jetzt genauso, der ist viel leichter als der andere. Okay. Also ich finde, das haben sie schon gut hinbekommen. Genau, und ich kann jetzt sogar aus erster Hand berichten, und wie gesagt, ich habe jetzt die ersten Modelle von dem neuesten Kickstarter, von den Mercenaries hier in der Hand. Ich kann sagen, sie haben es auch weiterhin so gut hingekriegt. Sau gut, gut zu hören. Auch bei den Fahrzeugen. Auch die sehen sehr, sehr schick aus. Leider Gottes habe ich es nicht hingekriegt, dass ich irgendwelche Innes 4 Battle Aimer rübergekriegt habe. Da wäre ja nochmal interessant gewesen, ob es wirklich so schlimm ist, wie es alle darstellen. Ach, abwarten und Tee trinken. Ja, das sehe ich genauso. Das ist halt anderes, wenn ich es dann einmal persönlich in der Hand gehabt hätte. Und wie gesagt, wir können dann dem Kollegen vom Pinselschwert was in die Hand geben, was er da gerne schnell bemalen kann. Ja, dieses Jahr haben wir auch einen Malplatz, also nicht nur Pinselschwert, die da ausstellen werden, sondern auch einen Malplatz, wo verschiedene Maler an verschiedenen Tagen live malen werden. Das hatten wir uns jetzt mal so gedacht, weil beim letzten Mal war es so ein bisschen schade, dass die Leute von Camo Specs bei CGL so untergingen. Die saßen da in der Ecke, keiner hat irgendwas mitgekriegt. Und so haben wir diesmal einen etwas erhabenen Malplatz gemacht, wo man auch mit Kameras das Ganze nach draußen zeigen kann. Also es hört sich schon mal alles nicht schlecht an. Ich bin gespannt, wie sich alles weiterentwickelt.
Möchtet ihr noch was sagen zu Spiel oder zu sonst irgendetwas? Haben wir noch irgendwas vergessen zu erwähnen? Wir sind auf das Spiel dieses Jahr in der Halle 1, nicht wie letztes Jahr in der Halle 3. Wir sind bewusst rübergewandert in die Tabletop-Halle. Man findet uns da sehr leicht am Stand C315 direkt am Eingang. Wir haben einen 80 Quadratmeter Stand, den kann man sehr schwer, glaube ich, nur übersehen dieses Jahr. Habe ich noch was vergessen, Mike? Nein, für die Spiel hast du nichts vergessen, nee. Dass dein Anwenden war. Ich würde noch sagen, wir würden uns natürlich trotzdem freuen, für den, sagen wir mal, 28. und 29.09. in Hamburg die deutsche Meisterschaft im Classic Battletech. Verschiedene Gruppen werden ihre Präsenz zeigen, die Phoenix Garde, die Füsiliere. Vielleicht raffen sich die Harlequins auch auf. Battletech Hamburg wird da sein. Die haben da alle so kleine eigene Projekte vor. Und an dem Termin kann man auch Randall die Hand schütteln und ein Patch erhalten. Für alle Leute, die da oben in Norddeutschland sind, kommt doch vorbei, schüttelt einfach eine Hand und erhaltet ein 40 Jahre Patch von Randall. Ich bin die Tage von Thorsten Köhn dazu angesprochen worden, alias Tori, der ist ja auch Chapter-Mitglied bei den 36 in MWO. Und an dem Wochenende habe ich Konzertkarten vor ein paar Wochen gekauft als Geburtstagsgeschenk für meinen ältesten und besten Freund, der halt auch langjähriger Wegbegleiter bei Battletech ist. Und ich habe mich so geärgert, dass das der dritte Termin, der genau in diesem Wochenende stattfinden würde. Und ich kann leider nicht dabei sein. Aber ich habe Tori versprochen, dass ich immerhin das Banner von den 36. Dirons und hier mein Kriegsbanner von Haus Kurita schicke, dass er das dann aufhängen kann, weil er sagte irgendwie, das läuft unter dem Haus, unter dem Motto Haus Kurita, das Event, richtig? Okay, kleine Side-Geschichte. Wir sind auf der Location-Suche gewesen und wir sind am Ende gelandet in der Wudang Kung Fu Schule im Horner Weg in Hamburg. Und mega. Ich kam da rein und drehte mich um und guckte Elfe an und sagte: Elfe, jetzt bin ich irgendwie im Draconis-Kombinat gelandet, kann das sein? Und er war voll am Lachen, weil da sind halt überall Speere und Schwerter, also die auch wirklich richtig benutzen, weil die damit trainieren und so. Das ganze Ding ist vollständig asiatisch eingerichtet. Sieht halt einfach so mal so aus und mit ein paar gesetzten, vernünftigen Deko-Elementen werden wir wunderbare Bilder aus dem Draconis-Kombinat machen können für diese deutsche Meisterschaft. Und deswegen wollten wir dann diese deutsche Meisterschaft unter diesem Motto auch laufen lassen. Ja, cool. Oh, Mensch, ärgerlich, dass ich da nicht da sein kann. Ich müsste mich irgendwie dreiteilen für das Wochenende. Ja, also ich meine, begib dich in die Forschung, nicht rum, jemand. Ich weiß nicht, ob das zeitlich noch so hinhaut. Gut. Dann danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, Olli, für deine Zeit. Na klar. Es war sehr erhellend, sehr interessant. Und euch da draußen danken wir für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch Fragen habt, Wünsche, könnt ihr uns das gerne zukommen lassen. Wir werden die auch weiterleiten und gegebenenfalls die Antworten dann nachreichen. Und wir sind gerade auf der Suche nach einem neuen Termin für eine weitere Geschichtsfolge. Und dann wünsche ich euch und wir euch alle ganz viel Spaß, wo und wie auch immer ihr Battletech spielt. Es spielt viel Battletech. Hier in Nürnberg, im Nexus, im Nerd Nexus Nürnberg, also N3, gibt es auch eine aktive Battletech-Community, die jetzt an diesem Wochenende, wahrscheinlich schaffe ich es nicht bis dahin zu verlieren, aber dann gehabt haben wird, ein schönes, großes Spiel anbieten wird. Mal gucken, wenn ich da Fotos habe, werde ich die vielleicht auch mal teilen können. Also, schönen Tag noch, schönen Abend, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Inspection successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down.